Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von der Bauaufheber-Hauptmap. Wir befinden uns gerade in unserem Funkstreifenwagen bzw. unserem MTW, MTF, wie man es auch immer nennen mag. Das ist ja von Region zu Region unterschiedlich. Auf jeden Fall unser Mannschaftstransportwagen von der Bundespolizei hat jetzt gerade eben eine kleine Alarmierung bekommen. Und zwar brennt am Flughafen wohl ein Container und dementsprechend wurde auch die Flughafenfeuerwehr alarmiert. Nur ihr müsst halt bedenken, wir haben aktuell ja noch sehr, sehr große Fahrzeuge, so kleinere Löschfahrzeuge wie zum Beispiel ein HLF oder ein LF haben wir leider noch nicht. Deswegen müssen wir gleich mit einem FLF, also mit einem großen Flugfeld-Löschfahrzeug ausrücken. Und das sieht natürlich ziemlich crazy aus. Aber ich kann euch schon mal sagen, Freunde, es dauert nicht mehr lang. Da ist die Flughafenfeuerwehr hier auch fertig. Und der Flughafen bekommt dann sowieso noch ein großes Update. Und dann wird er auch ziemlich cool aussehen. So, jetzt müssen wir mal kurz hier die Schranke öffnen. Die auch. So, können wir jetzt hier direkt weiterfahren. Die Schranke wird dann gleich anschließend zugemacht. So, sehen wir schon irgendwas? Ne, wir sehen noch nichts. Aktuell ist ein Airbus dort vor Ort und hier vorne am Flughafen, das hatte ich euch ja, glaube ich, schon in der letzten Folge hiervon erzählt, da kommt ja noch eine Auffahrt hin, damit ja die Fahrzeuge auch hier ohne Probleme hin und her fahren können, weil ihr seht schon, ne? Hier auf dem Platz ist noch nicht viel los und hier ist jetzt auch keine Zufahrtsmöglichkeit, außer halt diese eine Straße und das muss natürlich geändert werden. So, dann kommen wir jetzt hier an der Wache vorbei, da schnappen wir uns gleich einmal ein FLF und ach hier, okay. Hier ist dann so ein etwas kleinerer Container am Brennen. Der wird hauptsächlich dafür genutzt, wenn jetzt hier irgendwie Pappe anfällt, dann wird er direkt befüllt mit Pappe. Aber gut, wieso der hier brennt, keine Ahnung. Aber gut, wir holen uns mal eben hier unser Flugfeldlöschfahrzeug. In der Zwischenzeit packe ich mal kurz hier eine Pylone hin. Einfach, falls jetzt irgendwie noch andere Fahrzeuge hierher fahren wollen, dass sie dann bitte dies unterlassen. So. Einmal hier. Ups, das war ein bisschen hoch. Warte mal. Ach krass, wieso fallen die denn jetzt so runter? Ja gut, machen wir das lieber so. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt einmal hier rein. Wir haben ja hier einen ELW, den brauchen wir jetzt für so einen kleinen Brand nicht. Theoretisch würde wirklich ein Feuerlöscher reichen, aber da die Wache noch nicht fertig ist, müssen wir nun mal dies so machen. So. Ne, das war jetzt die falsche Taste. Ich wollte die Tür nicht aufmachen. Dann fahren wir einmal mit dem schönen Panther hier raus. Den könnt ihr euch übrigens auch auf baustellenmods.de herunterladen. Genauso wie den, den Polizeiwagen dort und natürlich auch die Pylonen. Genau, ja, das Gebäude ist auch so zum öffentlichen Download und der Flughafen ist auf der Bauaufheber-Hauptmap auch zu finden. So, gucken wir einmal, dass wir das jetzt hier auch alles gescheit anschalten. Wobei wir brauchen eigentlich den oberen Werfer gar nicht. Ne? Das war jetzt schon der falsche Knopf. Es reicht eigentlich, wenn wir den hier nutzen. So, gucken wir mal. Theoretisch müsste das ja schnell fertig sein hier. Gucken wir einfach mal. Ja, Freunde, so schaut das dann aus. Das Ganze, der wird seinen Tank hoffentlich nicht komplett entleeren. Ich weiß nicht, eigentlich würde das Feuer jetzt gelöscht sein, aber scheinbar möchte der das gerade nicht machen. Warte mal, wir machen das mal hier aus. Normalerweise kann man das hier ausschalten. Irgendwo, eigentlich. Naja, im heutigen Fall wird es ja wahrscheinlich hier weiter abbrennen, dieser Papiercontainer. Und, ja, schwierig. Wieso geht denn das heute nicht?
echt mysteriös. Ne, hier ist jetzt kein Fehler, der da irgendwie aufgetreten ist und das großartig verhindert. Nee. Echt komisch. Gut, Freunde. Ja, wir denken einfach mal, dass dieser Container jetzt gelöscht wurde. Weil normalerweise wäre das halt schon der Fall, aber ja. Ist gerade nicht so. Schade, dass das gerade nicht funktionieren möchte. Nee. Da können wir jetzt nichts machen. Da müssen wir das einfach kontrolliert abbrennen lassen und dann läuft es. Gut, Freunde, das war's dann mit diesem ganz kleinen Einsatz hier, mit dem ersten richtigen Einsatz für die Flughafenfeuerwehr. Wobei es ja schon leicht übertrieben ist, mit einem FLF zu einem Containerbrand zu kommen. Deswegen für die Zukunft werden wir da auf jeden Fall ein weiteres Fahrzeug haben. Und wir werden die Feuerwache sowieso erweitern, weil 3 Stellplätze sind für so einen Flughafen natürlich nicht genug. Hier fehlt noch das Terminal und viele, viele weitere Punkte, weil wenn hier solche großen Passagiermaschinen landen, klar, dann muss man dementsprechend vorbereitet sein auf alles Mögliche. Und aktuell gibt es ja noch keine Möglichkeit, irgendwie die Leute rauszulassen, ne? Deswegen, wenn ihr Bock auf so Flughafeneinsätze habt und hier einen gescheiten Flughafen, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. 1000 Daumen kriegen wir bestimmt wieder hin. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin, euer Benny.